Apropos, Rückblick auf Krefelds Stadtentwicklung. Am 23. April 1970 begann eine neue Ära, die das Stadtbild über Jahrzehnte prägen sollte. Nach dem Abriss des historischen Hotels Krefelder Hof, der 57 Jahre in Betrieb war, wurde am Ostwall zwischen Rheinstraße und St. Antonstraße das Warenhaus Horten mit seiner markanten Kachelfassade gebaut. Zur feierlichen Eröffnung kam Firmenchef Helmut Horten, Alleinaktionär und gleichzeitiger Aufsichtsratsvorsitzender der gleichnamigen Aktiengesellschaft, mit seinem Rolls-Royce vorgefahren. Tausende Menschen strömten am Eröffnungstag in den Neubau. Die Warenhaus-Ära endete schließlich 2010, nachdem zuvor 2004 der Kaufhof den Standort übernommen hatte. Seit 2014 befindet sich nach komplexen Umbauarbeiten im ehemaligen Hortengebäude das neue Ostwall-Carré mit dem Textilanbieter Primark als Hauptmieter.